Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Wie immer in Kooperation mit der Fachzeitschrift EPD Film, mit denen wir dieses Sonderheft hier herausgeben, wo genau diese Gespräche mit den Regisseuren immer wieder in kürzerer Form abgedruckt werden. Also wenn Ihnen der heutige Abend gefällt, dann schauen Sie doch mal entweder online oder in unserem Shop nach, da gibt es dieses Heft zu kaufen. Wir haben heute ein etwas außergewöhnliches Programm. Wir haben vor einem Jahr es zum ersten Mal gezeigt, nämlich mittellange Filme. Normalerweise, wenn Sie hier öfters zu Gast sind, wissen Sie, wir zeigen einen aktuellen herausragenden Langfilm und davor einen thematisch passenden Kurzfilm. Und es gibt seit einigen Jahren, ja, seit 5 Jahren gibt es das in Saarbrücken beim Festival zum Beispiel, wirklich den Fokus auf den mittellangen Film. Und das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt und auch der EPD Film, denn das sind Filme, die kaum gesehen werden. Und sie sind wirklich, wirklich herausragend. Denn sie werden oftmals vorbeiproduziert. Also es reden noch nicht so viele Leute mit einfach an den Filmförderungen oder Fernsehanstalten. Wir haben heute auch Gegenbeispiele dazu. Es gibt also anscheinend eine Entwicklung, dass diese Filme vielleicht mehr wahrgenommen werden. 2 sind tatsächlich auch schon im Fernsehen gelaufen. Allerdings um 0:30 Uhr und 0:15 Uhr. Das sagt auch schon viel aus, leider noch über die Wahrnehmung. Was ist das Grundproblem dieser Filme? Bei Kurzfilmfestivals werden immer Filme gezeigt mit einer Maximallänge von 30 Minuten. Aber ein 30 Minuten langer Film bedeutet meistens für ein Kurzfilmprogramm, ja, da kann nicht mehr so viel nebendran laufen. Und deswegen werden dann davon viel, viel weniger Filme ausgewählt. Genauso haben wir heute einen Film, der ist etwas über eine Stunde lang und der ist dann wiederum zu kurz für die Langfilmfestivals, die sagen, das muss mindestens 70 Minuten sein. Gleichzeitig sind das alles Filme, die wirklich, und das ist in den letzten Jahren so hervorkommen, kann man wirklich sagen, das neue deutsche Autorenkino. Das sind Leute, die sich wirklich, die haben eine Idee und die finalisieren sie weitgehend genauso, wie sie sich's vorgestellt haben. Und das merkt man diesen Filmen auch ganz, ganz immens an. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, die 3 besten mittellangen Filme des Festivaljahres 2013 zu Gast haben und auch die 3 Regisseure dazu. Schon mal einen herzlichen Applaus, Barbara Ott, Carsten Ludwig und Nathan Dill. Herz schön, dass ihr da seid. Genau, und das Programm, Sie haben es gehört, ist lang, aber es lohnt sich alles, was wir heute sehen. Ich fange mal an direkt mit dem ersten Film. Und zuerst werden wir sehen Sunny von Barbara Ott. Der Film ist ja preisgekrönt mit den feinsten Preisen, die man sich vorstellen kann. Aber interessanterweise auch mit dem Deutschen Kurzfilmpreis 2013, der eine Laufzeit von maximal 30 Minuten vorsieht. Der Film ist 30 Minuten exakt lang. Das macht auch wieder diese Thematik mittellanger Film aus. Werden gleich gespannt sein, was sie selber sagt, ob das ein Kurzfilm oder ein mittellanger Film ist. Der Film hat den First Steps Award gewonnen. Er lief bei den Hofer Filmtagen, gewann dort den Bildkunstförderpreis im Bereich Szenenbild. Und dann lief er sogar noch in Saarbrücken. Und das ist wirklich ungewöhnlich, denn dort sind meistens nur Premieren gesehen. Das zeigt auch wieder, wie großartig dieser Film ist. Begrüßen Sie mit mir Barbara Ott hier vorne bei uns. Herzlich willkommen. Ja, Barbara, erst noch eine Frage. Du hast nicht nur diese ganzen Preise gewonnen, sondern auch noch dann deinen Hauptdarsteller, jetzt gerade ganz kürzlich in Saarbrücken, Vincent Krüger. Und du hast das vorher auch gar nicht gewusst. Hat das diesem Film noch irgendwas Besonderes gegeben? Was hast du alles schon hinter dir mit diesem Film? Erzähl mal. Hallo, erstmal. Na, also auf jeden Fall, was du ja schon sagst, ne, tolle Preise, Deutscher Kurzfilmpreis und vor allem First Steps war ja das Erste. Das sind schon so Träume, die man hat, vor allem wenn man einen Kurzfilm macht. Für mich ist das ein Kurzfilm, kein mittellanger Film eher. Und genau, also ich habe damit ja schon fast alles erreicht, ne, was man sich so erträumt. Auch das war der Diplomfilm bei mir an der Filmakademie. Und man wünscht sich natürlich immer einen Film, der irgendwie auf Festivals läuft. Und genau, ist ja super, wenn der dann auch einfach tolle, tolle Preise gewinnt. Und für mich als Regisseur ist das jetzt eine der größten Auszeichnungen, wenn der Hauptdarsteller natürlich den Preis gewinnt. Das, ja, also genau, das ist ja auch ein bisschen der Verdienst des Regisseurs. Auf
auf jeden Fall. Das werden Sie auch gleich sehen. Davon lebt der Film und das, du hast ihn auch wunderbar gelenkt. Jetzt kommt noch die Frage, die mich natürlich am meisten interessiert. Fühlst du dich jetzt hier fehl am Platz, wenn du sagst, du hast eigentlich einen Kurzfilm mitgebracht und wir zeigen ja mittellange? So habe ich das gar nicht gesehen. Das stimmt. Es war einfach nur die Antwort eigentlich auf die Frage. Ne? Aber ich glaube einfach, weil man unterscheidet meistens zwischen Kurzfilm und Langfilm, so an der Filmakademie oder an den Filmhochschulen. Und das ist eher so eine Festivalvorgabe meistens, dass es dann nochmal diesen Bereich mittellang gibt. Genau. Nee, das ist super, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Willst du uns noch was mit auf den Weg geben für die nächsten 30 Minuten mit Sunny? Also ich wünsche Sunny eine gute Projektion. Ich hoffe, dass es laut genug ist und viel Spaß. Dankeschön. Und nach dem dritten Film sehen wir uns wieder. Einen herzlichen Applaus für Barbara Ott schon mal. Und viel Spaß bei Sunny. Kommen wir direkt zum zweiten Film des heutigen Abends. Der fällt in vielerlei Hinsicht vielleicht prinzipiell auf den ersten Blick mal von den mittellangen Filmen so ein bisschen heraus, denn der ist fast ein Langfilm von der Länge her, kann man sagen. Allerdings ist er von der Dramaturgie her ganz, ganz nah dran an dem, was ich immer sage, was ein mittellangen Film so ausmacht, nämlich der fokussiert sich genau auf die Geschichte seiner Hauptdarsteller und zeigt gar nicht viel nebendran. Der ist entstanden im Rahmen des ZDF-Kleinen Fernsehspiels, auch das hebt ihn ab, die Stunde des Bösen war das Motto, da waren 60 Minuten quasi vorgegeben und alles Weitere wird uns der Regisseur auch gleich sagen. Bitte begrüßen Sie mit mir Carsten Ludwig hier vorne bei uns. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ja, Carsten, was dich ja mit Sunny auch eint, ist natürlich, dass dein Hauptdarsteller ein Jahr vorher als bester Nachwuchsdarsteller auf dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde, der Max Mauf in dem Fall. Sag uns doch mal, ist das für dich immer noch ein mittellanger Film, den du hier gemacht hast? 67 Minuten ist die offizielle Länge. Oder sagst du jetzt genauso wie Barbara, ach, du bist eigentlich ein Langfilm, nur das Gegenteil quasi zu Barbara? Also insofern ich mit der Mittellänge irgendwo eingeladen werde, wie hier zum Beispiel zu dir, freue ich mich natürlich immer über darüber. Allerdings klar, es gibt den winzigen Unterschied, den es dann manchmal 3 Minuten sind in der offiziellen Kinofassung. Also mit dem langen Abspann ist der Film halt knapp über 70 Minuten lang und in der Fernsehfassung, wo man ja nur so nach einer Minute immer den Abspann abhackt, ist er eben 67 Minuten lang und das macht vielleicht dann den Unterschied zwischen dem mittellangen und dem langen Film aus. Also mir ist es eigentlich egal, gehupft wie gesprungen, Hauptsache die Leute gucken ihn sich an. Was dir gelungen ist, ist bei diesem, ja man kann fast sagen, 2-Personen-Stück, 2 herausragende Hauptdarsteller zu gewinnen und darunter auch einen Namen, der ja wirklich international auch schon sehr, sehr bekannt ist, in Ulrich Thomsen. Magst du vielleicht noch was mit uns auf den Weg geben, wie du überhaupt zu diesen beiden gekommen bist, ja, und generell zum Film, was uns jetzt gleich erwartet? Also im Großen und Ganzen werden wir das wahrscheinlich nachher noch verhandeln. Ulrich Thomsen, das kann ich vielleicht gerade erzählen, das war natürlich ein Glücksfall für mich, dass das sich so ergab. Einmal hatte unsere Produktion tatsächlich einen Kontakt zu ihm, weil sie bereits ein Projekt gemacht hatten, wo er mitspielte. Dann hatten wir eine ehrgeizige Casterin und darüber hinaus hat ihm das Buch gefallen. Und die 3 Komponenten haben es dann, glaube ich, ausgemacht und da er dann auch noch freundlicherweise von seinen normalen Gagenwünschen extrem runtergegangen ist, konnten wir es uns auch noch leisten und so ist das zustande gekommen. Insofern, ja, den Film, ja, das werden wir jetzt hier gleich sehen, denke ich. Genau, er ist jetzt gerade tatsächlich vor einer Woche im ZDF gelaufen. Ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht gesehen. Ansonsten wird es eine komische Veranstaltung. Ja, 0:15. Ja, werden wir alles danach verhandeln und wünsche euch aber bis dahin gute Unterhaltung. Vielen Dank, Carsten Ludwig schon mal. Wir werden jetzt eher in den Bereich Komödie gehen, auch wenn Nathan vielleicht nicht sagt, das ist eine, das werden wir gleich hören. Es ist ein echter Publikumsliebling, den wir mit Stufe 3 jetzt sehen. Der hat, ich habe mal durchgezählt, über 20 Preise im In- und Ausland auf Festivals schon gewonnen. Ganz besonders natürlich zu erwähnen, den wichtigsten Preis für mittellange Filme, nämlich den Publikumspreis beim Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken. Das ist gleichzeitig neben Hof das Festival, das sich dem mittellangen Film in Deutschland am meisten widmet. Und ja, begrüßen Sie mit mir hier vorne Nathan Nill, den Regisseur von Stufe 3. Herzlich willkommen. Hallo Nathan. Ja, uns erwartet ja jetzt nochmal was ganz was anderes. Möchtest du uns nochmal sagen,
Ja, inwiefern würdest du deinen Film überhaupt als mittellangen Film bezeichnen? Er ist mit 26 Minuten ja auch noch der kürzeste in der heutigen Reihe. Sag mal. Naja, also im Kontext von heute Abend ist es auf jeden Fall ein Kurzfilm, weil es ist der kürzeste tatsächlich. Und tatsächlich muss ich mich anschließen, ich finde auch, dass diese Einordnung tatsächlich von Festivals gemacht wird. Und ein Film ist vielleicht in dem Kontext, wie sie bei uns entstanden sind oder bei mir auf jeden Fall, tatsächlich halt so lang, wie sie sein sollen. Und deshalb sind 26 Minuten für diesen Film sehr gut. Du hast einen ganz anderen Weg gewählt. Wenn wir jetzt eben hier ja quasi eine absolute Reduktion auf zwei Schauspieler haben, hast du einen richtigen Ensemble-Film, kann man sagen, gemacht. Was erwartet uns jetzt gleich? Was möchtest du uns mit auf den Weg geben? Na, gar nicht so viel. Ich will gar nicht so viel verraten, aber es darf jetzt auch wieder gelacht werden und es darf sich wieder entspannt werden. Viel Spaß. Dem schließe ich mich an. Bis gleich wieder. Barbara Ott, Sunny heißt der Film. Es ist die Geschichte eines prekären Hausmanns. Ist das tatsächlich so, dass die Geschlechterverteilung innerhalb von Familien sehr stark schichtspezifisch gebunden ist? Also gibt es das in prekären Familien eher als in sogenannten aufgeklärten intellektuellen Familien? Ich glaube, das kann ich ganz kurz beantworten. Ich glaube nicht, dass das so ist. Also ich glaube, das ist schwierig, ne? Das weiß ich natürlich hundertprozentig auch nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel in der Schicht, aus der ich jetzt stamme, ne, die Geschlechterverteilung auch nicht immer 50-50 ist. Ich glaube, das ist der Trend, da geht's hin, aber ich glaube, da hat man noch beides. Ne? Das Leiden an dem Vater sein, ja. Was da gezeigt wird. Also das Kind ist ihm in jeder Hinsicht im Weg und es gibt immer unausgesprochene Gewalt in diesem Film. Er ist gleichzeitig Mutti und Schläger, also diese Position in all ihrer Radikalität. Das ist eine sehr brüchige Existenz. Ja. Genau, also ich kann jetzt, das war wahrscheinlich auch, was ich erzählen wollte, ne? Einfach. Ich wollte einen Menschen erzählen aus einem sozial schwächeren Milieu. Ich wollte einem jungen Mann erzählen, dem man sehr, sehr nahe kommt und der möglicherweise sehr emotional handelt, sehr aus dem Affekt heraus handelt und wollte ihn so darstellen, dass man ihn am Ende des Films so ein Stück weit kennt oder ihn nachvollziehen kann und auch so seine Wünsche und Gedanken und Gefühle irgendwie meint zu kennen. Und dadurch wollte ich vermutlich erzählen, dass er uns doch näher ist, als wir glauben. Und auch dann kommt noch dieses Mama, Papa, was bin ich? Oder Jugendlicher, was bin ich? Problem dazu. Naja. Woher kommt die Figur? Ist die irgendwann mal aufgetaucht in deinen Gedanken oder gibt es Vorbilder? Wie hast du diese Figur recherchiert? Wie hast du sie zusammengesetzt? Ich habe angefangen, einen 60-minütigen Film zu schreiben, der dann ein Langfilm wurde. Und wollte erst damit Diplom machen. Das hat aber nicht geklappt und ich brauchte diesen Plan B und das war dann der Kurzfilm. Und innerhalb dieses Langfilms gab es eine Figur, die war, das war der Antagonist. Der kam noch aus dem rechtsradikalen Milieu, was er ja überhaupt nicht ist. Aber genau, und der Gedanke war dann irgendwie die Vorgeschichte von diesem Langfilm zu erzählen, das als Kurzfilm zu machen. Und dann kam irgendwie, war es irgendwann klar, dass diese Figur der Hauptdarsteller sein soll. Und daraufhin hatte ich dann irgendwann diesen Wunsch, eben der Figur, die einem nicht nahe ist, eigentlich nahe zu erzählen, ne? Oder irgendwie nachvollziehbar zu erzählen. Und dann wurde aus dem Rechtsradikalen irgendwann unser Hajo, der natürlich damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber ja. Es gibt einen Spielfilm, da ist eine ganz ähnliche Problematik und da geht der junge Vater irgendwann hin und verkauft das Kind. Ganz radikal. Hier passiert im Grunde nichts, alles ist gut. Trotzdem ist jedes Bild voll von Gewalt und man hat ständig Angst. Schon bei der zweiten Szene, als das Kind auf dem Boden liegt, hat man Angst, dass er drauf eintritt. Wo kommt diese Gewalt her? Oder das Empfinden für Gewalt? Ich glaube, da kommt ganz viel aus der Fantasie des Zuschauers, ne?
Also, dass man das Kind zum Beispiel auf den Boden legt in dem Alter des 6 Monate alt, das kann noch nicht sitzen, ist ja ganz was Natürliches. Wenn man keine Kinderwippe da hat oder keine Wiege, legt man sein Kind auf den Boden. Und ich glaube, das habe ich auch eigentlich unabsichtlich geschrieben. Ich hatte bemerkt bei den ersten Drehbuchbesprechungen, dass Menschen darauf reagieren. Für mich war es immer dieser Wasserkocher, der eigentlich, da ich wollte natürlich irgendwie Angst und sowas schüren, aber genau, mit dem Boden liegen zum Beispiel, der Gedanke kam mir nicht, weil es eigentlich ganz normal ist, dass man das Kind auf dem Boden legt, würde ich jetzt behaupten. Ja. Und ansonsten kommt diese Gewalt einfach aus dieser Figur, ne? Dass sie, dass das ganz starke Charaktereigenschaft in sich trägt. Ja. Dann frage ich andersrum, wo war klar, dass du offene Gewalt in keinem Bild zeigen willst, außer in dieser Schlägerei zwischen ihm und dem russischen Familienvater? Diesen Gedanken hatte ich so auch nicht. Also ich glaube, ich bin aber eher den Weg gegangen aus der Figur heraus, und diese Figur würde einfach, da gibt es einfach nicht mehr, ne? Der schlägt halt immer aus einem, oder die Gewalt existiert bei ihm in seinem Leben immer aus einem guten Grund. Also er macht jetzt nur was für einen guten Zweck. Also er verteidigt seine Freundin, ne? In dem Fall. Ja, er übt Rache für ein nicht verübtes Verbrechen. Ja, genau. Aber aus seiner Sicht heraus ist das halt doof, ne? Seine Freundin wurde da irgendwie doof angemacht. Und die andere Gewalt, da ist ganz viel, die kommt natürlich dadurch zustande, dass er einfach eine gewisse Aggression in sich trägt, ne? Und dann gibt es, also, und die Freunde untereinander lieben sich ja auch, aber haben halt natürlich auch eine sehr eigene, harte, härtere Art, miteinander umzugehen. Ich glaube, daher. Gab es irgendwann in der Drehbuchphase mal einen Moment, wo du dir gesagt hast, ich will das eigentlich nicht gut enden lassen? Nein. Nee, also nicht gut enden lassen hätte ja bedeutet, dass dem Kind etwas zustößt. Und das wäre jetzt für mich persönlich einfach ein No-Go. Ja. Also da finde ich es, genau, wäre dieser Film nicht... hätte ich nicht rechtfertigen können mit diesem Kurzfilm. Wie castet man Babys? Über 030 Casting. Ich habe es vorhin kurz erzählt, da werden auch so Frauen mit dicken Brüsten und so gesucht. Oder Menschen mit langen Bärten und so. Genau, und dann macht man so einen Aufruf und dann melden sich da verschiedene Mütter und dann trifft man sich mit denen und castet die Mutter und das Kind im Bezug Dreharbeiten und passt das Kind, glaube ich, dass das der Vater des Kindes sein könnte. Auch wenn im echten Leben oft Väter und Kinder sich nicht ähneln, ist das hier im Film ja essentiell, dass das ist. Ja, und dann hatte ich einfach Glück mit den Eltern. Habe immer noch sehr, sehr guten Kontakt zu denen. Ich weiß ja, Tiere und Kinder sind schwierig. Wie schwierig sind ganz kleine Kinder? Max war sehr, sehr einfach. Wir hatten 7 Drehtage mit ihm und wir mussten, er hat eigentlich immer das, seltsamerweise immer das gemacht, was wir wollten. So, also eigentlich im Drehbuch stand, im Drehbuch stand so, er sollte eigentlich von Anfang an weinen und so, und dann hat er am ersten Tag nicht geweint und in den beiden ersten Bildern dachte mir, okay, macht nichts, dann weint er nicht, dann weint er zwei, dann muss er im dritten Bild weinen, dann gehen sie die Treppe hoch und er weint wieder nicht. No, dann gehen sie durch den Flur und ich dachte mir, oh, irgendwann muss er weinen, sonst funktioniert jetzt dieser Film Anfang nicht. Und dann hatte er zum Glück keine Lust, auf dem Boden zu liegen. Also das ist auch der Grund, warum unser Baby hier weint, ist einfach, weil er keine Lust hatte zu liegen, weder im Kinderwagen noch auf dem Boden oder weil er müde war. Er hat auch sehr viel öfter im Ton geweint als im Bild. Einmal, ehrlich gesagt, noch. Nur in der Scheune. Dieser Film ist dein Abschlussfilm in der Filmakademie Baden-Württemberg. Gab es da eine Aufgabenstellung, die du erfüllen musstest? Gab es Vorgaben? Wie weit war da der Korridor? Wie weit konntest du da selber entscheiden, was du machst? Nee, bei uns ist das sehr, sehr offen. Die einzige Vorgabe war, ab unserem Jahrgang war die Regel, wer seinen Drittjahresfilm, also den Film vor dem Diplomfilm, nicht im Juli präsentiert hatte, darf keinen 90er machen mit externen Geldern. Und ich hatte das nicht gemacht, weil ich auf meinen Hauptdarsteller warten wollte. Der konnte da nicht. Und deswegen durfte ich keinen Langfilm machen. Dann wollte ich den 60 Minuten machen. ZDF wollte da aber auch nicht mitmachen bei mir. Und dann habe ich den Kurzfilm gemacht. Das war die einzige Vorgabe. Ansonsten habe ich dieses Drehbuch sehr, sehr schnell geschrieben und da
da gab es nichts mehr. Wie gab es einfach ja, kaum mehr etwas hinzuzufügen. Oder vielleicht habe ich mir auch einfach nichts sagen lassen. Wie auch immer, ja. Aus den wenigen Informationen, die über dich im Netz zu finden sind, habe ich rausgesucht. Du warst im Ausland lange, du hast als Regieassistentin und in der Requisite beim Fernsehen gearbeitet und dann nach 4 Jahren das Studium begonnen. War das irgendwie eine sichere Geschichte oder hast du gedacht, pff, mal gucken, was jetzt kommt? Das Studium anzufangen? Also ein Filmstudium anzufangen ist, glaube ich, nie eine sichere Geschichte, so, wenn man das jetzt mal, wenn man das rein mit der Intelligenz oder mit dem Hirn betrachtet. Aber für mich war das immer, weil es einfach gefühlt ist, richtig. Und ist es immer noch, genau. Das ist natürlich der Weg in die Selbstständigkeit und so weiter, weiß man ja alles. Mein Gott, ne? Man hätte auch Medizin studieren können, aber also war schon richtig, glaube ich, was ich gemacht habe. Ja, ja. Und es war das Einzige, ne? Das Set war schon immer der Ort, an dem ich sein wollte. Jetzt, bevor wir nachher noch über die Formate reden, lang, kurz, mittellanger Film, was macht der Film jetzt konkret für einen Weg? Also du bist auf Festivals gelaufen, hast Preise gekriegt, wie geht es jetzt weiter? Na, erstmal soll er noch ein bisschen auf Festivals laufen und dann wird er im Fernsehen ausgestrahlt oder ist auch schon bei einem Fernsehsender dabei, dann wird er da manchmal ausgestrahlt und genau, und der Weg wäre dann am besten sogar noch, wenn man einen Verleih finden würde, der den dann irgendwann auch noch unter seine Fittiche nimmt. Ja. Und ansonsten soll er einfach als Visitenkarte vor allem dienen. Also Verleih und Fittiche, da fehlt ja der dritte Punkt, nämlich Abspielorte. Wo gibt es im normalen deutschen Kino Abspielorte für 30 Minuten? Das sollte man noch ändern. Man sollte sowas machen wie hier, ne? Was dann 30 Minuten einen Langfilm machen. Ja. Eigentlich, ja. Die Herstellung, war das im Prinzip schon eine Hochschularbeit, also mit viel Kommilitonen, mit vielen Leuten, die du kanntest, die dein Studium begleitet haben, oder war das tatsächlich Casting und Produktion, alles unabhängig und tatsächlich Leute, die auch normalerweise damit Geld verdienen? Nee, das Erste trifft eigentlich zu. Da waren einige Leute dabei, die damit auch Diplom gemacht haben, Produktion, Kamera, Schnitt und ich, und ansonsten sind das natürlich dann als junge Menschen, die man für so einen No-Budget-Film gewinnt. Also wir haben sehr, sehr lange über 100 Szenenbildner angefragt, die uns alle abgesagt haben, weil es, glaube ich, kein Geld gab. Und ein Kurzfilm dann auch nicht so attraktiv ist für Menschen, die ohne Geld arbeiten wollen und so. Aber es war alles cool. Ich habe die beste Szenenbildnerin gefunden, die ich mir hätte wünschen können. Und ansonsten die Casterin Nina Hauen war dabei, die ist jetzt schon sehr professionell und genau. Die letzte Frage noch dazu, wie kommt sowas zustande? Ist es über das Produkt, also über das Kunstwerk am Ende, oder ist es über Arbeitserfahrung, Freundschaften, Leute, die man aus anderen Projekten kennt? Dass man das Team findet. Das war jetzt, ich kannte niemanden vorher. Ich glaube, manche machen mit, weil sie das Drehbuch gut finden. Manche machen mit, weil sie vielleicht gar nichts anderes zu tun haben. Ja, aber ich glaube, die meisten würden mitmachen, weil sie das Drehbuch gut finden, bestimmt. Also das Kunstwerk bestimmt. Nee, es ist halt eine Chance, ne? Also so, man macht so einen Kurzfilm, um eine weitere Referenz in seinem Lebenslauf zu haben. Darf ich eine Frage stellen? Du bist sowieso jetzt dran. Genau, deshalb wollte ich nur, bevor es zu mir geht, noch eine Frage selber loswerden, weil ich nämlich gelesen hatte, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, dass der Vincent eigentlich GZSZ macht. Ja. Und da habe ich gedacht, wow, eigentlich toll, dass es trotzdem irgendwie für ihn die Möglichkeit gab, da dir sozusagen ins Gedächtnis sozusagen zu kommen, weil man ja schnell so denkt, okay, Schauspieler, die bei sowas mitmachen, Soap und so, keins mal und so. Wie bist du auf den Vincent gekommen? Ich kannte ihn nicht, ich habe Nina das Drehbuch geschickt und sie hat mir innerhalb von 2 Tagen eine Liste mit ein paar Jungs geschickt, weil alle, die ich kannte, hatte ich immer das Gefühl, die kommen aus München-Schwabing. Also, ne, das war mir nicht echt genug. Und dann habe ich Vincent gesehen und fand ihn ganz toll und habe seinen Namen bei Google eingegeben. Und dann kommt da gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und das war dann schon, dass ich mir dachte, oh Mist, ob das so gut ist. aber im Grunde genommen dachte ich mir dann so, es ist meiner Meinung nach der Einzige, der das so spielen kann. Einfach der Einzige, der das spielen kann. Und dann war das auch egal. Aber diese Frage mit der... Ja, dann, aber bei guten Zeiten, schlechten Zeiten haben sie auch einfach keine Chance, irgendwie zu spielen. Da gibt es einen Take, eine einzige Chance und man muss so 20 Minuten
innerhalb eines Tages drehen. Also das ist, ich weiß nicht, was er da macht. Ich habe es nämlich nicht angeguckt. Okay. Die Schnittmenge wird nicht besonders groß sein. Die Leute, die GZSZ gucken und die Leute, die deinen Film, ich habe das noch nie gesehen. Ja, ich glaube, man kennt ihn. Ich glaube, jeder Dritte guckt das an. Also. Komm, wir gucken das an. Barbara Reuth, erstmal vielen Dank bis hierhin und wir reden gleich weiter über das Format. Carsten Ludwig in der Überzahl heißt dein Film oder Comrades of Fortune, warum zwei Titel? Ja, weil wir gedacht haben, dass die 1:1 Übersetzung ins Englische, wir haben ja auch ein paar internationale Festivals da gehabt, würde nicht so gut funktionieren. Im Nachhinein bin ich da gar nicht mehr so sicher. Aber so haben wir uns dann entschieden, eben halt statt die direkte Übersetzung zu machen, etwas zu nehmen, was sich auf Englisch einfach tonal besser anhört. Das war die Idee dahinter. Wenn du das Genre bezeichnen müsstest, was würdest du sagen? Thriller? Ja. Also, die Idee gab es ja schon deutlich, bevor es diese Reihe gab. Das muss man vielleicht vorausschicken beim ZDF. Es gibt ja eine Reihe, nennt sich Die Stunde des Bösen, ist vorhin schon gesagt worden. Und da wurde ich quasi angefragt, weil ein Redakteur beim ZDF bereits einen Pitch von mir 1,5 Jahre vorher bekommen hatte zu dieser Geschichte. Und da habe ich diese Geschichte natürlich nicht als Thriller verkauft, sondern da habe ich gesagt, das ist ein Kammerspiel, das ist basierend angestoßen von den Ereignissen in Winnenden. Frei, aber davon angestoßen, hab dem das erzählt und der fand das auch interessant. Dann hat sich das aber erstmal nicht weiter ergeben und dann kriegte ich irgendwann den Anruf und hörte, dass es diese Ausschreibung gibt und ob ich da nicht so einreichen wolle. Und das habe ich dann gemacht und dann kriegte ich noch einen Rückruf und sagte, okay, also das ist jetzt ein bisschen hoppla hopp, das sind 4 Seiten, wir haben hier zum Teil Einreichungen von 40 Seiten oder so, kannst du da nicht irgendwie, und dann habe ich mich da nochmal hintergeklemmt und habe das, und eine Woche später war das schon durch, was mir auch noch nie passiert ist, wahrscheinlich mir auch nie wieder passieren wird, innerhalb so kurzer Zeit eine Finanzierung zu haben, eine überschaubare Finanzierung, aber es ist ja auch ein kleiner Film und da habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt, dass ich jetzt hörte Thriller, dachte ich, oh ja, toll, Thriller. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen verweigert, da jetzt noch mehr Thriller-Elemente reinzupacken, als ich es für die Geschichte eigentlich richtig fand. Du hast vorhin erzählt, du hättest auch 90 Minuten machen können. Warum ist das Format dann plötzlich so offen gewesen? Nee, war es nicht. Ich hätte mir nur vorstellen können, 90 Minuten zu machen. Jetzt weiß ich gar nicht am Ende, ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, am Ende des Tages hätte man entweder eine noch radikalere Entscheidung treffen können, an die ich tatsächlich gedacht habe, noch viel weniger Dialog, viel mehr Pausen, 3 Minuten kein Sprechen, ein Satz, 2 Minuten Pause, so war es irgendwie. Und dann dachte ich, dafür brauchst du aber irgendwie ein anderes Kamerakonzept und dafür brauchst du ein bisschen andere Mittel und die waren ja alle sehr reduziert und deshalb bin ich auf dem Konzept geblieben. Nee, ich glaube, die Länge ist schon in Ordnung. Ich habe nur im Nachhinein dann gehört, dass es tatsächlich ein Projekt in dieser Reihe gab, der die 90-Minuten-Marke erreicht hat. Und da war ich nur kurz, ups, dachte ich mir, uns wurde noch gesagt, geht nicht, Stunde des Bösen, nicht die 1,5 Stunden des Bösen. Und da war ich nur kurz, dachte ich mir, ach so, okay, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man natürlich das ganze Ding auch anders anlegen können, aber für mich war das jetzt kein Problem. Das, was mir bei euch beiden besonders gut gefällt, ist dieses Moment von Gewalt. Also in jedem Bild steckt ungeheuer viel Gewalt und man sieht im Grunde nicht ein bisschen, bei dir noch weniger als bei Sunny. Wie hast du das geschrieben oder wie hast du dir das überlegt, Gewalt als Moment des Nicht-Sichtbaren zu zeigen? Also einmal ist es, ich sagte es eben schon mit Winnenden, es gab ja diese Geschichte, dass der in Winnenden da erst da dieses Massaker verübt hat, dann hat er sich einen Autofahrer gekidnappt und ist mit dem 2 Stunden durch die Gegend gefahren und auf der Suche nach einer neuen Schule und dann hat sich der Autofahrer durch so eine Rolle aus dem Auto befreit und der Amokläufer ist dann noch in ein nahegelegenes Industriegebiet gelaufen und hat tatsächlich noch 2 Leute und anschließend sich selber umgebracht, das nur dazu. Und mich hat von Anfang an diese Klammer interessiert. Dieses nicht das Vor, nicht das Danach, sondern das Dazwischen, weil sich das natürlich als so ein Kammerspiel auch unheimlich anbot. Als ich vor vielen Jahren Elephant von Gus van Sant gesehen habe, der sich so mit dem Columbine-Attentat beschäftigt, den ich sehr beeindruckend fand, da hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist jetzt erzählt. Ja, ich muss jetzt nicht noch wieder einen Epigonenfilm machen, wo man noch wieder hyperästhetisch erzählt, wie irgendjemand der Kopf weggeschossen wird oder so. Und dachte, wenn du das machst, dann geh es von der anderen Seite an. Und das war sozusagen die Idee, einen Amok-Schützenfilm ohne einen Tropfen Blut zu erzählen. Das war so ein bisschen die Vorgabe für mich selbst. Du hast ja noch eine Schwierigkeit auferlegt. Du hast sozusagen den begrenztesten Raum, den wir so landläufig haben, vorgenommen, das Auto. Wie macht man sich diesen Raum handhabbar?
Also, da ich ganz ursprünglich so ein bisschen vom Theater komme und da ja auch immer nur so ein bisschen so die nur fiktive Räume so habe, die schafft man sich ja auf dem Theater so selber, fand ich das eigentlich immer sehr spannend, zu sagen, hey, da gibt's nichts, was ablenkt, wie ich auch immer Bühnen toll fand, wo dann einfach so zwei Stühle standen. Es gab sogar mal eine Idee, die wir hatten, dass das Auto in der Garage steht, ja, und das Ganze da spielt und dass es einfach überhaupt nur behauptet wird, dass das sich bewegt. Das ist quasi wie eine Theaterinszenierung tatsächlich stattfindet, also wie man viele Ideen entwickelt und auch wieder verwirft. Nur, ich fand also diese Idee eigentlich spannend, oder dass man eine Rückprojektion hat, die aber ganz offensichtlich eine Rückprojektion ist. Aber wir dachten dann, okay, das lenkt dann auch wieder ab, wird dann wieder hyperästhetisch oder so. Auf jeden Fall fand ich gerade das spannend. Die beiden, die sich sozusagen nicht entfliehen können, ich glaube, daraus entsteht dann ja auch diese Intensität. Ja? Nicht immer Spannung, aber Intensität, glaube ich. Und wenn wir da schon sind, dann vielleicht doch der Aspekt, der mir dabei irgendwie sehr wichtig war, das ist so ein bisschen diese Banalität des Bösen auch, ja. Dass man eben denkt, okay, da passiert jetzt wahrscheinlich jetzt alle 3 Sekunden irgendeine krasse Nummer zwischen den beiden. Nee, ist glaube ich gar nicht so. Ich habe da auch natürlich relativ viel recherchiert. Ich habe da auch verrückte Clips irgendwie im Internet gefunden, wo mir ganz häufig so gezeigt wurde, dass das, was man sich so landläufig unter so einer Situation vorstellt, dass sie ganz oft gar nicht erfüllt wird, dass da gar nicht so eine Spannung ist, sondern dass es manchmal so ganz schlaff ist, so unterspannend. Und das fand ich auch interessant zu zeigen, dass die Gefährlichkeit eben daraus entsteht, dass man nicht die ganze Zeit nur, wie es am Ende das mal so kurz gibt, sondern das ist einfach, für mich ist die gefährlichste Szene in dem Film, wenn er so ganz beiläufig erzählt, ich habe so und so viele Abschüsse, dich und mich mit eingerechnet, bababi, den hat er so mitgenommen, der ist ja schon einkalkuliert. Nicht die Szene, wenn er draußen ist und diese gefakte Hinrichtung macht, dann weiß man irgendwie, ja, er bringt den jetzt nicht um irgendwie oder so, das ist ein Spiel. Aber da, kurz darauf, gibt es diesen Moment, es ist weg. Und da merkt der Fahrer auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt vorgreife, aber das finde ich brutal, dann denke ich so, oh Gott, ich bin schon tot, ja, das ist gar nicht mehr, ich kann mich jetzt verhalten, wie ich will, ich bin schon so damit einberechnet, die Sache ist schon durch. Du hast vorhin schon gesagt, Winden war das Vorbild, wie ähnelt Max Mauf oder die Figur, die er spielt, der Figur aus Winden, von der ich sehr wenig weiß? Ja, die Idee war es nicht, ihn jetzt so 1:1 da anzulegen. Ich habe tatsächlich bei so einer ersten Castingrunde tatsächlich versucht, Jungs im Alter von 15 bis 19 zu casten, was sich als schwierig erwies, weil da zwar sehr spannende Darsteller dabei waren, aber das Wort sagt es auch, aber relativ wenig Schauspieler. Und da das ja nicht so eine szenische Geschichte ist, wo man jemanden dann immer mal wieder rannehmen kann und so, pass auf, der nächste Take geht 30 Sekunden, sondern ich wusste, ich brauche hier einen Schauspieler, der eine Erfahrung hat. Der muss dem Thompson auch da vorne Paroli bieten und der muss Takes aushalten können, die 8 Minuten durchlaufen. So war das auch bei uns, ja. Und wir hatten einen Drehtag, da haben wir 16 Dreiviertel Drehbuchseiten durchgeprügelt. Und da war irgendwie so, da fühlte ich mich nicht sicher, zumindest hatten wir nicht genug Zeit, jetzt irgendwie so ein Casting zu machen, so, dass ich gesagt hätte, okay, ich probiere es mit einem 16- oder 17-Jährigen oder so. Und deshalb haben wir Max genommen, der eigentlich deutlich älter ist, der, wie ich finde, aber zumindest jetzt auch dem Kamerakonzept irgendwie deutlich jünger wirkt. Ja, und war dann eigentlich ganz froh, dass ich so die Kombination aus jemandem hatte, der jung aussieht, aber doch schon eine ganze Menge Erfahrung mitgebracht hat. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass eine Figur oder ein Darsteller, der 80% der Zeit entweder in der Unschärfe, im Schatten oder von hinten zu sehen ist, ein Darstellerpreis gewinnt. Tja, dürfen Sie mich nicht fragen. Also die Begründung, die fand ich schon toll und ich fühlten uns dann auch sehr geschmeichelt, weil die Begründung war ja so ein bisschen sinngemäß, dass die Intensität eben trotz der Unschärfe entsteht und dieses Unbehagen. Und was ich allerdings wirklich finde, ich kenne ja sicherlich Der dritte Mann mit Orson Welles, der sehr, sehr wenig Screentime in diesem Film hat, aber die paar Auftritte, die er hat, die sind so nachdrücklich, dass alle Leute glauben, boah, der muss irgendwie 40 Minuten da gewesen sein. Und es gibt diesen Moment, mit dem ich dann wirklich Max sehr dankbar bin, wenn wir diese Windschutzscheibe zeigen, wer das erste Mal tatsächlich scharf wird, wenn wir an diesem Baumhaus vorbeifahren. Das ist ein Take, der geht, ich weiß jetzt nicht genau, ungefähr 3 Minuten. Und da spielt er so diese ganzen Aggregatzustände verschiedener Emotionen durch, von Begeisterung, Enthusiasmus, Freude, Traurigkeit, Melancholie, innere Wut. Und das, finde ich, hat er ganz toll gemacht und die Szene allein für mich rechtfertigt das schon. Das ist übrigens die Szene und Anfang und Ende natürlich, die den Film zum Film macht und vom Hörspiel abhebt. Alles andere funktioniert auch rein akustisch. Ich habe es ausprobiert. Okay, gut. Gewalt ist ein Thema. 66, 67, Fair Play war gestern, ist ein Film über Fußballgewalt, für den du in Zürich einen Preis gekriegt hast. Warum immer wieder Gewalt?
weiß ich gar nicht, lustig, dass du das sagst, weil danach, nach 66, 67 kriegt man tatsächlich dann so Angebote wie, ja, hier kommt der nächste Testosteron-Film. Man will gar nicht in so eine Ecke, das ist mir eigentlich gar nicht, also mir war das jetzt nicht bewusst, das ist ja auch eine ganz andere Gewalt, ne? So, bei dieser Hooligan-Geschichte, das ist ja nur eine sehr körperliche Gewalt und auch so ein bisschen aus einem ganz anderen Antrieb gekommen. Wir können uns ganz schnell einigen darauf, dass ich schon natürlich eine Freude habe an so Abgründen, an solchen Figuren, die natürlich schon so ein bisschen borderline, keine Ahnung, irgendwo ganz anders unterwegs sind. Da habe ich, das interessiert mich, ob die nun jetzt offen gewalttätig sind, verbal gewalttätig oder amoklauf, das ist für mich eigentlich nicht die Kategorie, auf der heraus ich meine Entscheidung treffe. In einem Interview zu 66, 67 hast du gesagt, du erzählst immer auch von dir, auch in diesem Film? Es war jetzt zugegebenermaßen das erste Mal ein Film, der ja irgendwie auf einer Begebenheit beruht, die stattgefunden hat. Wie gesagt, ganz fiktiv oder so, aber trotzdem, da würde ich vielleicht sagen, bin ich tatsächlich am weitesten weggegangen. Aber irgendwie gibt es diesen Moment, spätestens wenn du natürlich das Buch schreibst nach der Recherche, da musst du ja irgendwie so ein bisschen in die Köpfe der Leute reinkriechen und ohne behaupten zu wollen, dass mir das wirklich völlig gelungen ist, gibt es den Moment, wo man da in so einem Schreibrausch drin ist, wo man das Gefühl hat, Moment mal, jetzt habe ich irgendwie was erwischt, das fühlt sich für mich echt an. Insofern, klar, auch diese Figur geht durch meinen Kopf, und anderen habe ich ja nicht, aber natürlich auch genauso die Figur von dem Thompson, ja, also die ja offenkundig einem erstmal auch näher ist, weil man vielleicht irgendwie jetzt, also ich zumindest momentan, nicht so dieses Bedürfnis habe, mit einer Pistole durch die Gegend zu laufen, aber dass einem so eine Situation irgendwie passiert, dass man so irgendwie in die Situation gerät, wo man nur noch sich verhalten muss und irgendwie das kann man ja vielleicht schon noch eher sich vorstellen. Insofern, ja, da ist irgendwo, Figuren habe ich geschrieben irgendwie, aber stärker an originalen Vorbildern dran als bei den Sachen, die ich vorher gemacht habe. Du bist eigentlich Schauspieler oder warst mal War Schauspieler, ich. Hast dann noch Film studiert. Warum der Seitenwechsel? Ich glaube, ich habe mich immer dafür interessiert, irgendwie dann auch zu schreiben oder Filme zu machen, aber ich habe das lange gar nicht für möglich gehalten, weil ich eigentlich gar kein großes technisches Verständnis von den Dingen habe. Und deshalb dachte ich irgendwie, und das Theaterregie führen, ich kannte Theaterstudenten, die hatten alle so viel mehr Federn am Hut als ich, dass ich dachte, also denen kann ich intellektuell nicht das Wasser reichen. Und das Technische lag mir nicht, und irgendwann wurde ich quasi ein bisschen dahin geprügelt, es doch nochmal an der Filmhochschule zu probieren, und irgendwann hat das geklappt, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Aber es war gar nicht so eine Entscheidung, dass ich sagte, so, jetzt mache ich Filmregie, sondern das ging eigentlich so ein bisschen ineinander über. Zu viel Zeit als Schauspieler natürlich gehabt, zu wenig Anrufe bekommen, und dann muss man seine Zeit ja irgendwie umbringen. Ist es jetzt kein Abschlussfilm der Hochschule? Du bist quasi schon einen Schritt weiter als die anderen beiden. Ist das ein Weg, der dahin führt, dass man sich ernähren kann? Schwer. Ehrlich gesagt. Also ich bin so in so einer Mittellage drin. Es gibt Leute, die das Glück haben, sie machen einen oder einen zweiten Film und damit haben sie dann wirklich einen großen Kritikererfolg oder einen großen Kino-Kassenerfolg, und die sind dann so erstmal so ein bisschen fein raus. Und es gibt andere, die nie wieder einen weiteren Film machen nach dem ersten. Ich bin so irgendwo dazwischen. Also irgendwie, ich muss um jedes Projekt kämpfen, wie wahnsinnig. Und es dauert ja auch mal Jahre in der Regel. Insofern, jedes Mal weiß ich nicht, ob das nächste Projekt tatsächlich stattfindet. Aber bis jetzt hat es immer geklappt, und insofern nein. Also wenn ich jetzt nur das machen würde, wäre ich wahrscheinlich längst verhungert. Man macht dann halt Demobänder für Schauspieler und gibt Seminare für irgendwelche Leute, die sich für Schauspiel oder für Regie interessieren, solche Sachen. Ja. Und das ist deine eigene Produktion? Eigene Produktion? Die Produktionsgesellschaft ist deine eigene? Nein. Das könnte ich, wäre der fürchterlichste Produzent, den man sich vorstellen kann. Nee, das war in dem Fall Cine Plus, mit dem ich dieses Projekt gemacht habe. Die anderen Sachen habe ich zum Teil hier mit Frisbee Films gemacht, die gerade Stereo rausbringen, größere Sachen auch machen. Zum Glück musste ich bis jetzt nicht selbst produzieren. Okay, Carsten Ludwig, danke bis hierhin. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Film, Stufe 3. Das müsste es der dritte sein. Nathan Hill. Nil. Aber es passiert ständig, ist nicht schlimm. Das ist tatsächlich ein Abschlussfilm, aber auch gleichzeitig dein achter, habe ich gezählt. Der achte, also ich weiß es gar nicht so genau. Ich würde den jetzt mal irgendwie als meinen dritten richtigen oder vierten richtigen Film. Ich habe natürlich relativ viele Filme einfach schon gedreht, seit ich irgendwie in der Schule war, aber ich weiß nicht genau, wann ich angefangen soll zu zählen. Das ist der kürzeste von den dreien und wie Urs am Anfang schon gesagt hat, vielleicht sogar der längste, weil er am meisten Möglichkeiten bietet.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, das in 90 Minuten als eigenes Remake nochmal zu inszenieren? Ja, tatsächlich haben wir darüber nachgedacht und wir wurden auch von mehreren Leuten angefragt, ob wir nicht Interesse hätten, sowas zu machen. Und wir arbeiten tatsächlich auch dran. Es ist aber gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Auch wenn da viel Potenzial drinsteckt und viele Charaktere, muss man trotzdem ein tragfähiges, dramaturgisches Konzept für so einen Film finden. Und es lässt sich nicht einfach so adaptieren auf die lange Zeit. Das heißt, wir arbeiten da mit der Autorin, die auch diesen Film geschrieben hat, zusammen intensiv dran. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann fertig wird. Behindertenkomödien sind so ein bisschen Mode im Moment. Hast du das mit Schrecken beobachtet oder gedacht, pff, ist mir völlig gleich? Naja, so, das ist schon sehr zweigleisig. Also ich habe das nicht unter diesem Aspekt gemacht und ich hatte diese Filme auch gar nicht gesehen. Und es war so eine ganz spontane Idee, diesen Film zu machen. Wir hatten ein ganz anderes Projekt geplant, das ist geplatzt und dann habe ich mich mit der Autorin hingesetzt und dann sind wir darauf gekommen und haben das innerhalb von 2 Monaten umgesetzt, diesen ganzen Film. Und dann, also, als der Film dann fertig war und als er auf Festivals lief, kamen immer wieder Leute und haben da mich drauf angesprochen. Und da ist das sozusagen, dieses Genre erst so auf mich zugekommen, das hatte ich damals irgendwie gar nicht so präsent. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, einen Film über Behinderte zu machen und auch da sozusagen als Komödienfilme über Behinderte zu machen und hatte da auch ein bisschen Angst am Anfang und habe versucht, da meinen Weg zu finden und habe da auch viel recherchiert, aber das ist sozusagen das Genre Behindertenkomödie war mir irgendwie nicht so präsent und jetzt denke ich manchmal so, ja, Mist. Ja, gar nicht. Der kann ja gut mithalten. Wie findet man den Weg zwischen Auslachen und Mitlachen? Also tatsächlich ist es so, dass man, also ich habe wirklich da viel mit der Autorin auch drüber gesprochen und dass wenn man, also die ganz viele Behindertenverbände und auch Behinderte selber sagen, dass das Beste, also das, was man ihnen wenn man sie am meisten ernst nimmt, darüber zu lachen, weil das würde man über jeden anderen Menschen auch lachen. Das heißt, über Menschen zu lachen, heißt sie ernst zu nehmen und das ist sozusagen das Credo, was ganz viele, sozusagen ganz viele Verbände und so auch und so postulieren und wir fanden das auch so und haben da viel drüber nachgedacht und ich glaube, es gibt diesen Auslachenspunkt, wenn man den Film mit Herz macht, gibt es diesen Moment nicht. Also es geht ja nicht darum, über irgendwas zu lachen, sondern eben mit den Figuren und wenn man sie mag und ich mag diese ganzen Figuren sehr gern, dann hat man, glaube ich, nicht die Gefahr, dass man sie auslacht. Also zumindest bei den Behinderten spürt man die Sympathie auch der Kamera, auch des Apparats. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Also bei den beiden Pflegern weiß ich nicht. Bei der Hochzeitsgesellschaft, da habe ich dann eher meine Zweifel, ob da noch Sympathien im Spiel sind. Ja, das wird immer unterschiedlich gesehen. Also ich mag diese zwei Pädagogen auch sehr gerne. Ich habe selber 10 Jahre lang war ich in der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung tätig. Also ich kenne sehr viele pädagogische Konzepte und auch viele Pädagogen und die Autorin hat selber Pädagogik studiert. Das heißt, es ist uns alles nicht so fremd gewesen und ich mag die Figuren tatsächlich sehr gern. Also besonders den Ralf finde ich super. Dann gibt es Momente, wo ich jetzt gedacht habe, aha, das ist so die Absage an den Realismus. Also diese Tischtennisszene zum Beispiel, damit hast du schon mal versucht, einen Schläger auf die Platte zu stellen. Ja, das stimmt durchaus. Ich mag das sehr gerne, etwas skurril zu werden und eben eine Welt zu erzählen, die vielleicht nicht ganz so zu 100% realistisch ist. Und dann hast du auch keine Angst vor Slapstick. Also die Selbstmordszene von Norbert in der Pfütze vor dem Meer. Alleine die Beschreibung ist schon absurd. Ja, das stimmt gar nicht. Ich habe tatsächlich Angst vor Slapstick und wollte das auch gar nicht machen. Und diese Szene, die habe ich mir viel dramatischer vorgestellt und dachte, sie ist viel schwärzer, wenn dieser Mann, der nicht laufen kann, in dieser Pfütze liegt. Und tatsächlich gibt es 2 Szenen, die sehr Slapstick-artig geworden sind, auch dieses Abtransport des Pflegers. Aber ich freue mich dann im Nachhinein sehr drüber und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Also beim Vorsichten dieses Films hat meine Frau gesagt, voller Schrecken, jetzt dreh ihn doch endlich mal um. Als er da in der Pfütze lag, er liegt da tatsächlich etwas zu lange. Ja, das stimmt, er liegt da sehr lange und er plubbert so ein bisschen vor sich hin. Ja, und am Schluss hat natürlich alles seine deutsche Ordnung wieder, ne? Ja, das stimmt und naja, nicht alles, aber die Wohngemeinschaft ist tatsächlich wieder gemeinsam zusammen und alles ist gut. Die einzige Frage, die bleibt, wo sind Hans und Karl? Weitergetrennt.
Gab es bei dem Film Leute, die mitgemacht haben, die wirklich behindert waren? Nee, tatsächlich nicht. Also ich war in verschiedenen Behindertentheatern in Hamburg und habe da auch mit sozusagen Schauspielern gesprochen und habe mich dann aber auch aufgrund der vielen Gespräche, die ich mit der Casterin hatte und auch mit den Leitern des Theaters, mich dazu entschieden, das nicht zu machen, weil das für mich nicht funktioniert in so kurzer Zeit. Da gehört ganz, ganz viel Proben dazu und eine sehr lange Vorbereitung, und die hatten wir tatsächlich nicht. Wir hatten einen fest vorgeschriebenen Drehtermin, mussten den auch einhalten, und das war in dem ganzen Kontext, wie dieser Film entstanden ist, einfach nicht möglich. Aber wir hatten tatsächlich, das sieht man manchmal im Hintergrund, da ist so eine alte Villa, die sieht sehr toll aus. Ist auch egal. Auf jeden Fall, da ist tatsächlich so eine Einrichtung, genau die wir auch sozusagen bespielt haben, und die kamen immer tatsächlich zum Set und haben uns zugeschaut und hatten zum Beispiel auch diese Kuscheltiere dabei und so. Es war sehr skurril, dass sie jeden Tag da einfach da waren. Das war lustig. Na, derjenige, der am meisten leistet in diesem Ensemble, ist Emil, oder der Darsteller von Emil, weil er Manierismen entwickelt, die tatsächlich glaubhaft eine geistige Behinderung suggerieren können. Wie habt ihr das gemeinsam recherchiert? Also er hat seinen Zivildienst in so einer Einrichtung gemacht und hatte sozusagen da diese Erfahrung, und er hat eine ganz, ganz große Spiellust, und er spielt ganz selten im Film. Der macht eher freie Kunst, studiert an der UdK, glaube ich, und hatte irgendwie Lust, sich darauf einzulassen. Und dann haben wir zusammen immer wieder versucht, so einen Grad von so einer Behinderung zu finden. Und er hat dann auch irgendwann gesagt, er kann das jetzt überhaupt nicht mehr einschätzen. Er verlässt sich jetzt einfach und hat sich dann immer da reingeworfen und war den ganzen Tag in dieser Rolle. Er hat auch das sozusagen zwischen den Takes, das Setgeschehen kommentiert als Emil und hat die Kamera beschmutzt. Und so, das war für ihn super. Viel einfacher, sozusagen nicht immer das anzuwerfen und so, sondern einfach den ganzen Tag so zu sein. Und das war sehr lustig, aber manchmal auch etwas skurril, weil er eben einfach nicht aufgehört hat. Ja, was dann kulminiert in der wunderbaren Tanzszene auf der Hochzeit. Also das ist John Travolta ebenbürtig. Ja, da hatten wir auch sehr viel Spaß auf diesem Fest und haben da einfach mal ein bisschen Anarchie gespielt. Das war sehr schön, und auf die Szene habe ich mich auch sehr gefreut. Das war der letzte Drehtag. Und dann, bei aller Liebe zu den Pädagogen, am Ende wird ja das Behindertenparadigma sozusagen übertragen. Da hast du ihnen dann doch noch eins ausgewischt. Klar. Du hast zuerst Kamera studiert in Berlin und dann Film in Hamburg? Ja, so ähnlich. Ich habe an der Kameraschule auch schon Regie studiert. Also da waren wenig Regisseure, und deshalb kam mir das ganz gelegen, wollte ich immer Regie machen. Also du hast gar nicht mit der Kamera dich beschäftigt, sondern tatsächlich direkt mit Regie? Ja, also ich habe die Grundlagen natürlich lernen müssen, aber ich habe mich schon immer für Regie interessiert und auch Regie gemacht. Genau. Und dann danach, also das ist eine Kamera oder eine Filmklasse, und hat natürlich nicht die Mittel einer Filmhochschule. Und dann bin ich nach Hamburg auf die Filmhochschule, habe sozusagen noch meinen Master in Filmregie gemacht. Das Schöne bei deinem Film oder beim Sichten deines Films war die DVD. Da konnte ich dann alle Filme des Abschlussjahrgangs sehen. Und interessanterweise ist deiner die einzige Komödie. Traut man sich das nicht, an der Filmhochschule als Abschlussfilm eine Komödie zu machen? Ja, ich glaube, dass viele Leute das erstens nicht so interessiert, weil sie also gerne was erzählen möchten, was ich auch sehr gut verstehen kann, was sie sozusagen irgendwie präsentieren möchten oder was ein Anliegen ist. Und da ist vielleicht nicht immer der Weg, das über Humor zu erzählen, für alle der Richtige. Und zweitens glaube ich, dass manche Leute da auch natürlich Angst vor haben, weil man natürlich immer auf dem Grat ist, dass es natürlich ganz schnell lächerlich werden kann. Oder also wenn man da einen Fehler macht, fällt es schneller auf, als wenn man natürlich sich immer in einem viel dumpferen Kosmos bewegt. Außerdem ist es immer bitter, wenn die Leute nicht lachen. Ja, genau. Davor hat man natürlich am meisten Angst. Wenn sie sich das Falsche denken, das merkt man nicht so schnell. Ja, das ist bei der Premiere natürlich auch spannend, ob die Leute wirklich lachen. Da hat man große Angst vor. Was macht denn Spaß bei sowas? Der Humor, die Perfektion dessen, was man darstellen will, oder am Ende sogar die Choreografie des Ganzen? Das ist das, was Spaß macht. Mir beim Machen oder beim Zuschauen? Machen, ja. Beim Zuschauen wissen wir alle selbst. Also, mir macht tatsächlich die Arbeit mit Schauspielern fast am meisten Spaß. Das heißt, wenn zum Beispiel bei dieser Szene, wenn alle am Tisch sitzen, da haben wir, glaube ich, 8 Stunden lang gedreht. Und durch unser Konzept, wie wir das auch aufgelöst haben, war das einfach eine sehr intensive Arbeit, auch wenn da natürlich jetzt sehr viel von gar nicht mehr in dem Film drin ist. Und so auf so ein Timing und immer so Nuancen von Humor und wieder trotz Ernsthaftigkeit so zusammenzubringen, das macht mir tatsächlich Spaß, und ich arbeite da gerne dran. Und was mir auch Spaß macht, tatsächlich so eine Choreografie, so ein
wie auch der Film, das sieht man auch in der Auflösung oder in den ganzen Kameraeinstellungen, so ein skurriles Gesamtwerk zu erschaffen, macht mir Spaß. Auch nochmal an dich die Frage, was macht der Film jetzt für einen Weg? Er hat Preise gewonnen, er ist auf Festivals gelaufen, wie geht's weiter? Ja, also er hatte letztes Jahr schon Premiere, also genau vor einem Jahr und zwei Monaten und lief jetzt sehr viel in dem ganzen Jahr und war auch bei Arte in der Fernsehausstrahlung und jetzt wird es ein bisschen weniger, aber ich bin immer noch ab und zu auf Festivals mit dem Film und ich glaube, dass der ist bei der AG Kurzfilm oder nee, Kurzfilmverleih Hamburg, auf jeden Fall hat er einen Verleiher und wird da sicher auch noch weiter verliehen. Und du wirst reich und glücklich damit. Ja, ich muss natürlich jetzt, ich arbeite schon an anderen Sachen und bereite auch meinen Debütfilm sozusagen vor und ich bin natürlich auch tatsächlich viel unterwegs, auf Veranstaltungen, spreche mit Menschen, Leute sehen das, was man gemacht hat, auch andere Filme und da kommen die dann auf einen zu oder man trifft sich, ist schwierig, das ist ein Prozess und man muss einfach immer dranbleiben und dann trifft man schon die richtigen Leute. Habe ich die Erfahrung. Jetzt mal an alle die Frage, wenn ihr euch entscheiden könntet, frei für, ohne irgendwelche Marktgängigkeit zu bedenken, würdet ihr mittellange Filme machen? Oder wer würde mittellange Filme machen? Nein, ich glaube, ohne den Kollegen vorgehalten, so, ich denke natürlich nichts gegen das tolle Kurzfilmformat zum Beispiel und wenn man jetzt irgendwie das Angebot bekommt, einen mittellangen Film zu machen, gerne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich schon immer irgendwie das Vollformat sucht, auch nicht nur, weil die vielen Vorbilder natürlich aus der Ecke kommen, sondern auch, weil wir schlicht und ergreifend wissen, dass es sehr viel besser auch zu vermarkten ist. Ne? Also wie gesagt, wenn man jetzt mal hier von dieser Einladung absieht, Saarbrücken und vielleicht jetzt in Mainz das nette Festival noch sieht, gibt es ja kaum Möglichkeiten, regulär so eine Länge zu zeigen. Dann wird es irgendwann vielleicht mal nachts auf Arte, Dreisat oder wo auch immer versendet. Aber ein langer Film hat einfach immer auch sehr viel bessere Chancen, natürlich auch überhaupt wahrgenommen zu werden. Ich habe jetzt extra gesagt, unabhängig von Marktgängigkeit, weil ich schon darauf hinaus will, dass der mittellange Film eine eigene ästhetische Qualität hat. Also das, was Urs am Anfang gesagt hat, die Konzentration auf wenige Figuren und auf wenige Handlungselemente, auf eine bestimmte Zeit, also dass man nicht ausgreift vor und zurück, sondern sich ganz klar in der Gegenwart bewegt, das hat ja auch Vorteile. Ja, also ich würde sagen, dass es sich einfach immer, also Wenn man diesen Markt wegnimmt, dann würde sich das immer anbieten, den Film halt so lang zu machen, wie er wirklich gut ist. Es gibt ganz viele Filme, wo ich finde, die sind eigentlich zu lang. Die werden einfach nur da reingepresst und dann ist da ganz oft Leerlauf. Aber das funktioniert sozusagen in dem System nicht. Ich glaube, also es wäre durchaus sinnvoll. Also ich würde auch mittellangen Film machen, wenn das der Stoff so hergibt und muss man den nicht künstlich aufblasen oder eindampfen. Also das wäre schön, wenn die Filme so lang wären, wie sie wären, aber das ist nicht so. Das heißt, die Situation bei uns primär in Deutschland ist schwierig für Formate, die sich sozusagen aus dem Langfilmbereich wegbewegen. Also der Kurzfilm hat ja auch keine Plattform, ja, abgesehen mal vom Fernsehen. Und auch da ist es nicht wirklich eine Plattform. Ja, das Internet ist was anderes. Aber dann, ich glaube, wenn er dann länger als 10 Minuten ist, wird es dann schon schwierig. Ich glaube, länger hat man dann kaum Geduld. Also das Internet, wollte ich auch noch extra drauf kommen, ist natürlich, so jung es ist, eine Riesenchance. Also eine Riesenchance, zumindest gesehen zu werden, nicht so sehr Geld zu verdienen, aber sich breit zu machen. Also ich glaube, Surprise von Veit Helmer ist da immer noch im Internet zu finden. Also es gibt so Kurzfilme, die werden All-Time-Classics. Wie wichtig ist das Internet für euch? Also momentan für mich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Also wir sind jetzt auf Facebook mit unserem Film, aber das ist auch alles ganz neu für mich und ich bin da noch ein bisschen, ich finde das auch nicht so gut eigentlich. Warum? Irgendwie, ich finde das immer ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, wenn ich dann jetzt auf Facebook wieder was posten muss und so. Das ist mir einfach unangenehm. Und jetzt einen Film ins Internet stellen, dafür wäre zu lang und dafür irgendwie möchte ich das auch nicht. Ich finde, dafür ist das zu wertvoll. Ne? Das ist irgendwie, möchte man schützen, würde man gerne auf DVD sehen. Und so. Ja, auf der einen Seite möchtest du es schützen, auf der anderen Seite möchtest du doch auch, dass es gesehen wird. Was ist wichtiger? Ja, ja.
Na, es würde mir am besten würde mir natürlich gefallen, wenn Menschen sich eine DVD kaufen, ne, oder so. Also, weil jetzt ist wichtiger, was ist jetzt wichtiger? Gibt es denn einen Markt für 30-minütige Minutenfilme auf DVD? Es gibt ein paar Verleiher, es gibt schon ein paar, ne? Compilation DVDs und so. Genau. Aber das ist dann auch für so. Kein Vergleich zu den, nee. Aber ich sag mal, so völlig unabhängig von dem Format freue ich mich dann natürlich schon, wenn die Sachen gesendet werden, nur im Idealfall, also auch zugänglich sind von mir aus frei im Internet. Ich habe da eigentlich nicht so viele Probleme. Man würde nur natürlich gerne den Zeitpunkt gerne mitbestimmen. Das heißt, nach der Kinoauswertung, am besten auch nach der Fernsehauswertung. Es gibt ja die entsprechenden Seiten, da ist dann auch schon ein Film von mir dann mal gelaufen. Und irgendwo freue ich mich auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie rausfinde, wie viele Leute den angeklickt haben. Aber wenn ich merke, dass er eine Woche nach Kinostart da abzurufen ist, dann ist es natürlich irgendwie keinen Vorteil für die Vermarktung im Kino, ist klar. In der Regel ist er vor Kinostart abrufbar. Oder sogar, also genau, der Cutter, der es dann reingestellt hat oder der, wer auch immer. Richtig. Ich glaube ja auch, dass in ein paar Jahren stellt man den vermutlich dann auf Vimeo und so, ne, und freut sich dann über ein paar Klicks. Das ist jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt. Das möchte man jetzt einfach nicht. Weil man jetzt noch zu stolz ist auf das Produkt. Wenn man jetzt noch auf Festivals laufen möchte, da darf er auch noch nicht im Internet sein, ne, und ja, irgendwie, genau. Ich glaube, dass. Nee. Ich glaube, wenn es was gäbe im Internet, was eine andere Wertigkeit hätte als irgend so ein YouTube, wo ganz viele Katzen rumlaufen, oder eben solche illegalen Plattformen, dann hätte das vielleicht auch eine andere Möglichkeit, solche Filme zu zeigen, wenn da sozusagen in einem wertigen Umfeld das präsentiert wird und die Leute vielleicht da auch einen Euro oder zwei für bezahlen, was einfach nur so eine Wertschätzung dem Film gegenüber ist. Ich glaube, dann hätte ich grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, wenn mein Film zugänglich wäre, aber natürlich nicht in so einem Kontext, wo alles und nichts ist. Ich glaube, was passieren wird, das ist ganz interessant, weil ein Kollege mich jetzt auch angesprochen hat, ob ich bei sowas mitmachen möchte. Es ist was anderes, wenn man extra natürlich dafür produziert. Ja, also wenn man jetzt eine Webserie macht oder wirklich extra was für, weiß ich nicht, lass uns schnell was, keine Ahnung, so und so und gucken, dann bedient man das Medium ja auch anders. Also die Filme, die wir heute gesehen haben, glaube ich, das sind natürlich auch schon Filme, die natürlich auch dadurch leben, dass sie auf einer großen Leinwand gezeigt werden und am besten auch mit einem Publikum dabei und nicht nur einer, der dann irgendwie auf seinem Smartphone irgendwie zuguckt. Aber man muss sich sicherlich irgendwo auch mit so einem Format irgendwie, ich will nicht sagen anfreunden, aber auseinandersetzen. Und ich denke schon, dass es auch Formate gibt, die spannend sein könnten, die man dann einfach hier zum Beispiel fürs Netz produziert. Dagegen hätte ich überhaupt nichts anzuwenden. Wie wichtig ist der Partner Fernsehen? Insgesamt für euch als Produzent oder als Filmemacher? Ja, ja, ist einfach Fakt. Also es gibt natürlich immer auch Dinge, die da irgendwie natürlich eine Rolle spielen, wo man denkt, okay, wäre manchmal auch schön, man macht einen Film, der super erfolgreich und dann verkauft man es dem Fernsehen, das wäre auch nicht schlecht. Aber bei mir war jetzt tatsächlich, bis auf meinen Abschlussfilm, der nachträglich vom Fernsehen gekauft wurde, sind alle Filme vom Fernsehen mitproduziert bzw. mit angeschoben worden. Ohne dem hätten wir die Finanzierung wohl nicht bekommen. Dein Abspann am Schluss, Nathan, sah aus wie das Trainerhemd vom 1. FC Köln. Also da waren haufenweise Sponsoren dranhängend. Wer hat sich um die gekümmert und warum sind die da? Das ist ja nicht so ganz häufig, dass man die am Abspann dann so explizit sieht. Naja, auch, also solche Filme sind einfach extrem teuer in der Herstellung. Alleine das, was da sozusagen an Personal und an Aufwand getätigt wird, kostet einfach Geld. Und das ist auch mit dem Budget, auch wenn das Geld ist, was vielleicht auf den ersten Blick viel wirkt für so einen Film, ist es eigentlich viel zu wenig. Und deshalb müssen da Leute einspringen und eben Essen sponsern oder Fahrzeuge oder andere Dinge, die man braucht für einen Film. Und sonst würden solche Filme gar nicht entstehen. Also die leben schon davon, dass sehr viele Menschen entweder umsonst arbeiten oder eben was spenden oder was zur Verfügung stellen, was sie haben. Genau. Und hat Dieter Bohlen seinen O-Ton gespendet? Nee, wir mussten ihn nachsynchronisieren lassen mit einem Dieter Bohlen Stimmdubel. Also es merkt keiner, dass es Dieter Bohlen nicht ist, außer Dieter Bohlen. Ja, ich weiß nicht, er hat sich noch nicht geäußert, kann er gerne machen, aber wir sind natürlich auch nicht bis zu Dieter Bohlen durchgerungen, sondern das RTL oder was da, wo läuft das auf RTL 2 oder so, die blocken natürlich alles ab. Ja, wenn man da anfragt. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das Zitat hundertprozentig stimmt. Ich habe das einmal gehört in so einer Werbepause, zu einer Vorschau zu Deutschland sucht den Superstar. Das habe ich aufgeschrieben und weiß dann nicht mehr, vielleicht war es auch andersrum oder so. Aber
So ungefähr müsste es gewesen sein. Also es war genauso völlig. Aber da merkt man doch die Absurdität der Rechtslage, ne? Dass man einen O-Ton nicht verwenden kann, sondern ihn so nachsynchronisiert, dass keiner merkt, dass er nicht echt ist. Also das ist absurd. Ja, ich hoffe, dass wir uns rechtlich auf sicherem Terrain bewegen. Nein, das wird schon sein. Naja, und er kommt natürlich im Abspann vor. Ja, genau, das wollten wir nochmal. Ja, klar. Ist halt, aber ich glaube, ein Zitat darf man, glaube ich, zitieren, ne? Wenn das auch nicht seine Stimme ist. Das ist, glaube ich, okay. Also das Zitatrecht ist äußerst verzwickt, da bitte mir nicht zu äußern. Alright. Können wir mal das Publikum eigentlich fragen? Was die, haben die noch was zu sagen? Das wird mich auch so, genau. Die noch da sind, haben Sie welche? Haben Sie Fragen? Dann geben Sie mir kurz ein Zeichen und ich gebe das Mikrofon, weil wir das ja auch mitschneiden. Keine ich hätte eine Frage an dich. Ja. Wie viele Drehtage hattet ihr denn? 10. Ah. Kurze Frage, eine kurze Antwort. Ja, das war. Jetzt kann ich auch mal den Anfang machen. Also mir brennen da so ein paar Fragen. Ich habe zwei vor allen Dingen. Die erste ist, ich habe immer so die große These geäußert, auch schon beim letzten Mal, als wir diese Veranstaltung mit mittellangen Filmen gemacht haben, dass das ja sowas wie das neue deutsche Autorenkino ist, weil da viel weniger Leute mitreden auch. Das sehe ich auch bei den meisten mittellangen Filmen, die haben auch wirklich meistens Buch und Regie. Jetzt in dem Fall bei Nathan ja gar nicht mal der Fall. Und bei euch ist jetzt ja auch oft dann jetzt schon jemand dabei, wie Fernsehen, ein Redakteur wird sicher irgendeine Rolle gespielt haben. Würdet ihr euch noch so sehen, dass das jetzt alles Autorenfilme sind oder weil ich finde, das hat so, alle drei Filme haben viel mehr eine Handschrift als manchmal diese Langfilme, die durch so viele verschiedene Meinungen gelaufen sind, bei, ja, vor allen Dingen natürlich die Redakteure, aber auch Förderer und dergleichen. Würdet ihr das noch so sehen oder ist da für euch schon gar kein Unterschied mehr so wahrnehmbar? Also an alle. Grundsätzlich gilt ja eigentlich, glaube ich, mehr Geld in einem Projekt drinsteckt, desto mehr Leute reden einfach mit. Und das ist, glaube ich, der Punkt hier und umgekehrt. Das heißt, mein Projekt war jetzt ein sehr bescheiden finanziertes und das hat den kleinen Nachteil, dass man eben nicht so üppig loslegen kann, dass man eben nur 10 Drehtage hat und dass die Sendezeit dann eben irgendwie 23:45 Mitternacht ist. Aber man hat relativ viel Freiheit. Also ich habe mich genau mit einem Redakteur vom kleinen Fernsehspiel auseinandergesetzt, der noch dazu ein sehr hilfreicher Kollege ist, auch nicht das erste Projekt, was wir gemacht haben. Da gibt es kein Problem, aber ich kenne natürlich Kollegen, die 20:15 Schiene machen. Da geht es dann nicht nur um Geld, sondern es geht natürlich auch um das große Publikum, die Quote. Und die haben natürlich zum Teil ganz andere Sachen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Mir war das ja auch noch der geschützte Rahmen der Filmhochschule. Ne? Das ist ja auch nochmal ganz was anderes. Ja. Als, dann eben, wenn es um Quote geht, da waren zwar auch, bei mir waren 3 Redakteurinnen dabei, die sind da aber sehr, sehr offen. Also ich kann jetzt wirklich nur über Filmhochschulprojekte sprechen, aber da gibt es dann, also da wird dann nicht, werden keine Sachen gemacht, die der Regisseur oder der Autor nicht will eigentlich. Das kenne ich nicht so. Von daher ist das, war das ganz auch für mich sehr leicht, da jetzt durchzukommen, durch dieses, was möchte ich, aber ich, ja, genau. Da gab es keine Vetos. Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Also der Film entstand ja in der Schule und da der komplett von der Filmförderung finanziert war und die sozusagen das Planko finanziert haben, musste ich nur durch den Filter der Schule und die Schule hat das Projekt gemocht und unterstützt. Da gab es sicher mal Diskussionen über den einen oder anderen Punkt, aber es gab da jetzt nicht den großen Widerstand. Mich würde mal fragen, ihr hattet jetzt alle eine Casterin oder Caster. Ist es ausschließlich der Weg, wie ihr an Schauspieler kommt? Oder was sind, also von vorherigen Projekten, weil ihr auch davon hattet, dass Vincent von GZSZ, auch da dann zweite Frage, wie stark beeinflusst seid ihr beeinflusst von dem Außenbild von Soap-Darstellern oder generell von dem Medienbild von Schauspielern? Also Frage 1,
was für Wege habt ihr noch oder wie kommt ihr noch mit Schauspielern in Kontakt? Und Frage 2 dann vom Außenbild. Bei mir war das Test, also ich liebe das selbst zu casten und mich da Wochen, Monate lang damit zu beschäftigen, Demobänder anzugucken und mich dabei selber zu übertrumpfen, so welche tollen Schauspieler ich wieder finde. Dann war es so, dass ich einfach den männlichen Hauptdarsteller nicht fand und Nina Hauen einfach um Hilfe bat. Und von dem Außenbild mit Schauspielern, da habe ich mich, das habe ich dann bei mir selber gemerkt, ah ja, okay, das findest du jetzt nicht so gut, dass der jetzt in so einer Soap mitspielt. Und die Frage war, weil ich hatte das in einer Zeitung gelesen, man hat ja so dieses Soap-Darsteller nicht so gut und so, das war ja immer so das Bild und dass sich dies jetzt wohl auch in den Augen von Regisseuren ändert und das klang ja, jetzt das eben... Ja, das ist auch gut, dass sich das ändert. Ne? Nee, deswegen frage ich ja, deswegen... Keine Chance. Das ist total, das ist nicht so, also das ist einfach falsch, wenn man sagt, ja. Soap-Darsteller und dann hat der so ein, ist der so stigmatisiert, ja. Kein guter Schauspieler zu sein und sowas, das ist ja Quatsch. Ja, nee, deswegen einfach, frage ich ja. Genau, und das musste ich aber selber auch also erkennen oder das war eine kurze, hat nicht so lange gedauert, die Erkenntnis zu haben, aber genau, aber ich habe mich selbst dabei, ich habe es an mir selbst bemerkt, dass ich also ist ein Vorurteil hätte. Ja, okay, also dieses Vorurteil ändert sich dann. Hat sich bei mir geändert. Ja. Okay. Also, aber es gibt natürlich noch einen Punkt, den du da ansprichst, der auch nicht ganz irrelevant ist. Und es geht ja nicht nur darum, ob ein GZSZ-Darsteller möglicherweise mehr drauf hat, als man in der Soap erkennen kann. Das Vorurteil sollte man tatsächlich möglichst abbauen zugunsten seines eigenen Films, wenn man plötzlich feststellt, oh wow. Aber, und das ist mir tatsächlich wichtig, es ist mir nicht egal, wen ich da besetze, ob der vorher 3 Müller-Milch-Werbungen durchgezogen hat und ein unheimlich bekanntes Gesicht ist, dabei vielleicht ein toller Schauspieler ist, aber ich möchte dann zum Beispiel unter Umständen, ich sage das jetzt nicht verallgemeinert, aber auch nicht, dass für einen bestimmten Charakter jetzt plötzlich jemand kommt, wo die Leute dann gleich sagen, ach, der, ne, verstehst du, der aus der So-und-So-Werbung oder so. Der kann ja dann toll sein, aber das finde ich schwierig. Also da muss man schon gucken. Ne? Das ist auch eine ganz alte Nummer. Ich erinnere mich, dass früher bei den alten Hitchcock-Filmen Leute wie Gary Cooper, James Stewart, Gary Grant, die durften keine Bösewichter spielen, weil das Image so aufgeladen, die haben gesagt, bist du verrückt, die Leute hauen uns, das ist wieder eine andere Nummer, ja, wo das was nicht ging, aber solche Sachen sind schon mit zu berücksichtigen. Also ich gucke da schon hin. Ja, also, ja. Ah ja, ja, sowas gibt's klar. Also wenn du auch, das ist analog zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass natürlich, wenn du ein bestimmtes Budget erreichen möchtest, du das unter Umständen bei Förderern schon etwas leichter hast, wenn du jemanden nimmst, von dem du das Gefühl hast, der könnte denen gefallen. Also sowas habe ich auch schon erlebt, dass mir gesagt wurde, von der guckt euch doch den mal an. Ja, das war dann kein Zwang, haben wir auch nicht gemacht am Ende des Tages, aber klar, also ich glaube zwar, dass es in Deutschland wirklich nicht viele Schauspieler gibt, mit denen du jetzt irgendwie Kohle machen kannst oder so. Es gab vielleicht mal kurz, also es gibt Till Schweiger, es gibt Matthias Schweighöfer und so, ne? Aber nicht viele. Und aber bei Fördergremien kann das schon eine Relevanz haben. Die Reihe, die Frage stelle ich in Abwandlungen immer wieder, heißt, was tut sich im deutschen Film? Jetzt haben wir das Privileg, mit euch dreien Leute hier zu haben, die derart viel auf Festivals gerade sind, dass ihr ja, also wenn ihr es nicht wisst, dann weiß ich es auch nicht, was tut sich denn gerade im deutschen Film? Wie nehmt ihr den deutschen Film wahr, so wie was ihr seht auf Festivals? Also ich habe vielleicht, es wurde ja vor, weiß ich nicht, 2 Monaten die Vornominierung zum Deutschen Filmpreis bekannt gegeben. Und ich war sehr überrascht, da waren irgendwie, glaube ich, 10 Debütfilme und sehr viele junge Filme dabei. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade was gibt, dass Leute sich in Deutschland wieder darauf besinnen, dass man auch Geschichten etwas leichter erzählen kann, als vielleicht das oft getan wird, was mir sehr entgegenkommt. Und ich habe das Gefühl, dass es da so eine ganz leichte Welle von gibt, dass Menschen sagen, wir erzählen trotzdem anspruchsvolle, ernsthafte Geschichten, aber erzählen die mit Humor oder mit einem Witz oder mit einer neuen Radikalität oder mit irgendeinem Ansatz, der meiner Meinung nach energetischer ist, als das vielleicht in den letzten Jahren war. Kommt mir so vor. Ich kann das aber auch nur für mich selber so sagen.
Ja, was da wahrscheinlich anknüpft, ist ja, dass also momentan vor allem so eine Welle gibt für wenig Geld, kleinem Drehbuch, kleinem Team, tolle, sehr interessante Filme zu machen. Das finde ich ist jetzt momentan sehr stark zu beobachten. Ja, das sind ja auch tatsächlich 2 oder 3 von diesen Filmen, die du ansprichst, sind da auch nominiert. Ja, ja, genau. Ja. Denkst du an bestimmte? Lass-Brüder zum Beispiel, ne? Also Alex Ranisch, ja, ja, genau, die genau. Jakob und ja, ja. Ja, also zum Beispiel. Gibt's von Ihrer Seite noch Anmerkungen zu den einzelnen Filmen auch, oder? Falls nicht, müssen wir das auch nicht. Doch, es ist noch eine. Eine Frage, die Richtung Publikum geht. Also gerade wenn man aus so ganz unterschiedlichen Produktionshintergründen kommt und dann einen Abschlussfilm macht und dann, weiß ich nicht, vielleicht den Film ja vor allem die Motivation ist, man das Studium abzuschließen oder auch nicht, keine Ahnung, aber macht man sich Gedanken über sein Traumpublikum für eben diesen Film und hat man, oder haben Sie es gefunden? Gibt es das, verändert sich das? Gerade bei Sunny habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, ein Publikum, was der Film vielleicht tatsächlich noch nicht hatte, was ich mir total gut vorstellen kann, wäre Jugendlichen. Ich arbeite hier fürs Kinder- und Jugendfilmfestival und ich überlege die ganze Zeit, wie reagieren 15-Jährige. So. Ob man jetzt ein Traumpublikum hat, also wenn man so einen Film macht, dann ist so, oder mein Traum ist dann immer, oder man versucht natürlich immer, Emotionen bei dem Zuschauer zu wecken, ne? Sodass er irgendwie mitgehen kann und mitfühlen kann. Das wäre mein Traum. So, und ansonsten glaube ich auch, dass der sehr gut für Jugendliche wäre. Ich kenne das nur vom, der, also er wurde bisher 17- und 18-Jährigen gezeigt. Das weiß ich. Die mochten ihn sehr gern. Das waren dann eher Mütter, die den dann nach Hause mitgenommen haben und ihren Kindern zeigten. So. Ich habe den einmal auf dem Kinder- und Jugendfestival eingereicht, da weiß ich nicht, ob er da gezeigt wird. Ansonsten, ja. Also gerade Emotionalität heißt aber ja auch noch, dass man warte. Irgendwie identifizieren kann. Vorstellt, wer ihn sieht. Hm. Also, weil ein 16-Jähriger ganz anders emotional reagiert als. Ja. Also mir kam auch die Idee, dass man solche kürzeren Filme also an Schulen vermieten könnte, sozusagen gegen Geld. Also gerade die Themen, die sind ja so also gesellschaftsrelevant in Bezug auch auf Jugendliche, was die Dame vorne auch eben sagte. Ich habe mich noch nicht getraut, das so vorzuschlagen, weil das hier so ein alternatives Milieu ist und Schule ist eben, ja doch, also Schule ist halt eher konservativ und aber ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche damit ihren Unterricht auch etwas besser aufbauen könnten oder der würde interessanter werden, gerade dieses Thema Jugendliche und Familie. Also ich kann mir vorstellen, dass sich viele mit den Figuren identifizieren können und dass bestimmte Themen, die sehr gesellschaftsrelevant sind, meines Erachtens, mit Hilfe dieser Filme also besser an Jugendliche herangetragen werden könnten. Auch weil es kurze Filme sind, also nicht endlos lange Stunden dauern, sondern dann auch noch Zeit bleibt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ist jetzt ein sehr konservativer Vorschlag, aber also mir kam so die Idee. Ich finde gar nicht so konservativ. Es gibt auch so eine Art Organisation oder eine Art Verleiherfirma oder so, die kaufen so Filme ein oder leihen sich so Filme und verteilen sie dann oder bringen sie Lehrern nahe, und die sie in ihren Unterricht aufnehmen können. Ja. Das tatsächlich, das findet auch statt. Also diese Filme werden tatsächlich von diesen Schulmaterialherstellern auch gekauft und dann wird da auch Unterrichtsmaterial zu produziert. Ich habe sowas mal für einen anderen Kurzfilm von mir gelesen und war sehr überrascht, was man alles reininterpretieren kann für eine Schulklasse. Und das wird durchaus gemacht.
Hast du was gelernt von deinem Film? Genau. Dann beenden wir diesen wunderbaren Abend. Vielen Dank an die drei Filmemacher. Vielen Dank, Urs. Vielen Dank an Sie. Und kommen Sie wieder demnächst. Genau, die nächste Veranstaltung ist mit Dietrich Brüggemann. 9. April werden wir den Gewinner des Silbernen Bären hier haben, Dietrich Brüggemann mit seinem Film Kreuzweg. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt darauf. Ich möchte auch nochmal ganz herzlich allen vielen Dank, auch Uli, dich eingeschlossen natürlich für das tolle Gespräch. Und ja, das gerne vielleicht nochmal festhalten als kleines Plädoyer dafür, dass man doch mal diese Formatfrage ein bisschen aufbrechen sollte, denn es steckt so viel Spannendes da drin. Und wie du es vorhin gesagt hast, manchmal ist einfach auch ja, 30 Minuten, 60 Minuten genau die richtige Länge für einen Film, die er braucht. Und ja, hoffentlich sehen das viele dann auch noch im Internet. Ja, schön, dass ihr da wart und Ihnen einen guten Nachhauseweg. Bis bald.